Glück auf, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von F3. Heute begrüße ich Sie wieder einmal bei den Uni-News und zwar aus dem Senatssaal der TU Bergakademie Freiberg. Am 15. Januar war es wieder einmal soweit. Die Hochschulen und Universitäten Sachsens luden ein zum Tag der offenen Tür. Und so war es auch hier in Freiberg. Wir zeigen Ihnen ein paar Streiflichter von diesem Tag. Wie immer wurden die Gäste durch Magnifizenz Professor Stojan begrüßt. Anschließend boten alle Institute mit eigenen Studiengängen Vorführungen an. Zum Beispiel konnten sich die Gymnasiasten im Institut für Hütten, Gießerei und Umformmaschinen über moderne Gießverfahren für den Automobilbau informieren. Am Institut für Maschinenbau hatten Besucher die Möglichkeit, an einem modernen Fräsautomaten mit NC-Programmierung die Fertigstellung eines kleinen Präsentes zu erleben und anschließend die Überprüfung der Fertigungsgenauigkeit auf einer 3-Koordinaten-Messmaschine zu beobachten. Bei mir ist jetzt Dr. Sabine Schellbach, Studienberaterin an der TU Bergakademie. Frau Dr. Schellbach, wenn es dennoch Unentschlossene gibt, die sich über das Angebot der Bergakademie informieren können, wie können diese dies tun? Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten für individuelle Beratungen an der Uni. Einmal ist es die zentrale Studienberatungsstelle, die aufgesucht werden kann für ein individuelles Beratungsgespräch. Wir haben dort Sprechzeiten, aber nach telefonischer Vereinbarung kann man dort auch jederzeit zu anderen Zeiten dann noch vorbeikommen. Man könnte den Kontakt aufnehmen zu den Studienfachberatern in den einzelnen Fakultäten, die dann schon fachspezifischer zu den Studiengängen beraten können. Und vielleicht noch eine dritte Möglichkeit dazu, am 19. April an einem Sonnabend diesmal wird an der Uni dann der nächste Tag der offenen Tür sein. Dankeschön. Ja, und das war es auch schon wieder für diese Woche. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ihr Thomas Schmalz.